So, zurück im Lager. Jetzt weiß ich natürlich ehrlicherweise nicht, was ich mit diesen Goldschaufeln jetzt soll. Also Erde kann ich erstmal wieder aufräumen, das hätte ich mir sparen können. Boah, weil die Goldschaufeln ist ja so, dass wir unsere Schaufelkisten jetzt allesamt voll haben, ne? Ich meine, 1, 2 nehme ich mir mal mit. Für unsere Reise klarerweise. Aber jetzt haben wir hier 3 Schaufeln übrig. Da würde ich die jetzt mal, keine Ahnung. Packe ich die mal mit in die Schmiede oder so in der Zwischenzeit jetzt erstmal. Hilft ja nichts. Da kommt ihr jetzt mal hier rein. Da werde ich, weiß hundertprozentig, dass ich irgendwann in diese Schmiede gehen werde und sagen werde, was haben die Schaufeln hier zu suchen? Ah, merkt's euch mal. So verballert, wie ich in letzter Zeit bin, kann ich mir das sehr gut vorstellen. So, das war das. Wie sieht denn unsere Rüstung aus? Naja, passt. Für die Reise wird's gehen. Für die Reise wird's gehen. So, das heißt jetzt aber auch wieder jede Menge Spitzhacken. Das waren Diamanten, die brauche ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ja, eigentlich 12 Minimum. 2 Schaufeln reichen zu, Äxte brauche ich nicht und Fackeln, ein 64er wieder mal ganz klassisch in den Secondhand. Und dann geht's schon los. Dann geht das schon los hier, die wilde Fahrt. In die Mine, die wir entdeckt haben beim letzten Mal. Ach, schon schön hier geworden. Richtig schön, muss ich sagen. Naja, hier sind ja jetzt die Hühner, die ich aus Versehen da drüber gekleistert habe letztens. Naja, da leben die halt dort, ab sofort. So, Zeit für mich jetzt wieder während dieser Fahrt. Na gut, jetzt gehen wir erstmal Alpha-Höhle. Das ist ja noch der kürzeste Weg hier, aber die zweite Fahrt, die dauert dann schon ein ganzes Stück länger. Das heißt, wir steigen erstmal schnell um. Bum, bum. Hui, hui, hui. So. Zack. Ist für mich wieder die Gelegenheit. Klassiker. Ah, so, erstmal einen schönen Energy Drink öffnen hier. Ah, Prost. Pardon. Ja, schöner Tag heute. Arbeiten waren wir schon. Sonne scheint, ist aber trotzdem noch knackig kalt. Naja, wie das so ist im Februar. Manchmal ist es frühlingshaft und manchmal kann es noch 2-stellige Minusgrade haben. Ja, der Baum, ne? Äxte brauchen wir ja keine. Nein, nein. Ja, dann habe ich mich dafür entschieden heute, einfach nach Feierabend, so gerade 15 Uhr. Ah, machen wir noch den restlichen Tag Minecraft. Da haben wir ein bisschen vorproduziert wieder, bis Anfang Mitte März auf jeden Fall schon mal dann. Und sind erstmal wieder zufrieden mit dem Material. Ich habe es ja auch erst in die Community geschrieben, vor noch nicht allzu langer Zeit. Es bockt halt noch wie verrückt. Es macht immer noch sagenhaft viel Spaß. Wo viele fragen, wie kannst du denn so viele Folgen machen? Ja, weiß ich nicht, weil es Spaß macht, weil es einfach Spaß macht, weil wir immer wieder was Neues haben, was auf den Plan rückt und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Was soll ich dazu sagen? Übrigens, eventuell habe ich beim letzten Mal ganz kurz einen Blick hier reingeworfen und gesehen, dass wir hier noch recht viele Schienen haben. Die sollten wir auch mal irgendwann mitnehmen. Wir haben auch noch 64 Fackeln. Ich nehme aber mal einen Cobblestone mit, 64, weil es könnte sein, dass wir die brauchen. Gerade wenn wir in der Mine sind, um dann wieder Dinge zuzubauen und so eine Geschichten. Ah, warte mal. Haben wir hier noch eine Lore drin? Nee, haben wir nicht. Ich hätte gedacht, da war noch eine. Na gut, dann hätte ich die
Na gut, hab jetzt auch kein Eisen. Ist egal. Was ist denn? Achso, hier liegt noch Erde rum. Echt jetzt? Wann haben wir die denn hier gelassen? Oh, sollte wahrscheinlich mal ins Wasser und ist da nie verschwunden. Na gut. Nee, ich wollte ja da hinten mal dieses... Immer die Lore wegmachen und wieder eine neue bauen. Wollte ich ja mal umgehen und mir da hinten noch eine zweite hinstellen. Aber sei es drum. Das können wir auf dem Rückweg machen, wenn wir dann Eisen haben. Obwohl, nee, da kann ich wieder nicht machen, weil dann bräuchte ich ja einen Ofen. Außer wir finden Eisenbahn. In irgendwelchen Truhen oder so. Dann können wir das machen. Aber dann werde ich wahrscheinlich wieder keinen Inventarplatz haben. Wie das immer so ist, wenn ich aus so einer Mine komme. Das wird jetzt eh wieder. Also ich bereite euch schon mal drauf vor. So Minimum 5 bis 8 Folgen. Minimum. Wird das jetzt dauern. Also, so eine Mine, die ist ja nicht in einer Folge erledigt. Außer es ist eine kleine, aber das haben wir bis jetzt noch nicht erlebt. Die verwinkeln sich immer tausendmal und werden größer, größer, größer. Es wird auch dieses Mal wieder drauf hinauslaufen. Verspreche ich euch jetzt schon. Ups. So. Achso. Wie gesagt, dass wir uns das mal sparen können irgendwann, würde ich da halt auch mal eine hinsetzen, dass wir da einfach nur umsteigen müssen, so wie es bei den anderen Umsteigeplätzen auch der Fall ist. Bei unseren Zwischenbahnhöfen, wie ich immer schon sage. Zwischenhaltestellen. So, Sonne geht unter. Oh, Energy geht auf. Oder stößt auf. Ja, reine Fahrzeit bis hier rüber sind auch mal ganz schnell 5 Minuten, habe ich so gemerkt. Sind, glaube ich, kurz vor 3 Minuten gestartet. Jetzt sind wir schon bei 7 Minuten 20. Also, es dauert schon auch immer. Ja? Ein Drittel der Folge, bis wir hier hinten überhaupt erstmal angekommen sind. So kann man natürlich auch die Zeit überbrücken. Zweimal hin und her fahren und die Folge ist rum. Oh. Aber da hinten haben wir schon unsere Endhaltestelle, unsere Endstation. Und von da aus war es ja dann auch gar nicht mehr so weit. Die Kohle wollte ich mir auch mal irgendwann mitnehmen hier. Jo. Jupp, ich spring gleich mal so raus. Weil hier drüben haben wir ja unsere Treppe. Die habe ich mir das letzte Mal ein bisschen gebaut, damit wir hier easy snack hochgehen können und nicht immer so rumwürsteln müssen hier an diesem Berg. So. Die schlafen schon alle. Und wir folgen unseren Markierungen da hinten, unseren zwei Kackstiften. Bestenfalls ohne vorher irgendwo runterzufallen. Nur ein Schaf. Geh weg. Und dann kann es eigentlich auch schon starten. So, die hier hat ja mehr oder weniger die Schlucht per se markiert, die ja hier ist. Natürlich könnte ich hier runter, aber nö. Will ja nicht gleich wieder verrecken. Es ist aber so, dass wir ja hier erstmal trotzdem drumherum müssen. Ein bisschen Schneebiom wollte ich auch mal gehen. Ah, naja. Vergesse es aber auch jedes Mal auf die To-Do-List zu schreiben. Egal, nicht so wichtig. Ja, und hier haben wir unseren Eingang, den wir uns letztens noch schnell gebaut haben. Und dann sind wir ja schon unten. Na? So, und da kann es direkt losgehen. Frage, nehme ich die Schienen mit? Ich denke fast schon. Eigentlich schon. Natürlich müssen wir jetzt auch wieder uns hier mit Fackeln und allem drum und dran ein bisschen hin und her bauen, dass wir hier wieder die Orientierung behalten. Das ist immer das Schwierigste in so einer Mine. Das kennen wir ja bereits. Aber das hilft ja nichts, ne? Das hilft ja absolut nichts. So,
gleich wieder auffüllen, die Fackeln. So, und hier geht es jetzt schon das erste Mal nach unten. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich jetzt auch da sofort nach unten gehen muss. Nein, ich werde mich erstmal hier drüber wegbauen. Das, naja, was heißt, eine muss ich mir mal offen lassen, hier so als Hintertürchen. Ja, muss ich erstmal gucken. Also ich meine, so eine Kreuzungen, habe ich ja gesagt, will ich auch eigentlich immer so ein bisschen markiert haben. Aber hier ist erstmal nix. Ah ja, doch, gut, geht noch in die Richtung. Spawner, da geht's weiter. Gut, wie gesagt, mal gucken, inwieweit wir hier überhaupt Erfolg haben. Wir fangen erstmal an mit Kohle. Ganz basic Kohle. Einigen wir uns dann später mal darauf, wie viel wir mitnehmen. Erstmal ein 64er, das ist okay. Aber ich würde mal sagen, na gut, da wir nicht auf Diamantniveau sind und hier höchstens Kohle, Eisen und Co. finden, würde ich mal sagen, können wir mal bis auf 3, 4, 64er Kohle gehen. Mehr dann vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, wenn wir hier überhaupt Eisen haben, es sind ja nun mal schlichtweg die neuen Biome. Und da ist das ja auch nicht immer hieb- und stichfest, dass wir dann überhaupt sowas haben. Weil, ja, doch, haben wir. Gut. Weil wir haben, ich wollte gerade sagen, ausschließlich nämlich dann auch so ein Kupferzeugs und sowas. Und darauf spezialisiere ich mich ja gar nicht so wirklich. Das ist, klar können wir es mitnehmen, aber wie gesagt, dadurch, dass uns das keinen Mehrzweck erfüllt. Also wir können daraus genau genommen Kupferblöcke bauen. Bestimmt auch Kupferstufen oder sowas. Aber sonst hat das keinen wirklichen Zweck. Und das bedeutet, dass uns das nichts bringt. Also wir können daraus keine Werkzeuge bauen und, ne, also wir können, wie gesagt, Blitzableiter bauen und Fernrohre. Die Frage ist, gehe ich jetzt erst hier runter oder, warte mal, da bin ich hergekommen, also werden wir das sicherlich später mal machen. Das heißt aber auch, dass ich mir das hier schon mal so ein bisschen schließe, dass ich da nicht wirklich auf die Idee komme, da nochmal reinzugehen, wenn ich dann mal da vorne irgendwann wieder bin. Was jetzt gleich sein kann, was aber auch erst in 3 Folgen sein kann. 4 Folgen, keine Ahnung. 100 Folgen. Nein, um Gottes Willen. Ich versuche das jetzt relativ systematisch, aber trotzdem schnell zu machen. Mal gucken, inwiefern das geht. So, hier hinten ist nichts außer Kohle. Daher aber Kohle wiederum gleichzeitig auch eben ein paar XP-chen droppt, ist das schon auch nicht ganz unattraktiv, die mitzunehmen. Das sage ich ja auch immer wieder, unser XP-Level wollten wir ja früher oder später mal wieder hochpushen. Dass wir wieder ungefähr da sind, wo wir mal waren, als wir damals gestorben waren. Ja, und dann nehmen wir halt erstmal mit. Ich meine, wenn es später so wirklich sein sollte, dass wir ganz viele krasse Sachen finden, dann können wir ja immer noch welche wegschmeißen. Aber erstmal mitnehmen, dann haben wir die XP. Und ja, wenn nicht, dann nehmen wir die Kohle halt mit. Wir haben ja noch in der letzten Kohletruhe, in der 4. von 4, einiges an Platz. Da ist jetzt Wasser drunter. Ui, ja. Junge, 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 das ist ja hier mal direkt ein übelster See unter Wasser. Das Ding ist jetzt nur, wenn ich jetzt die Kohle hier haben möchte. Ah, kriegen wir hin. So. Landen wir direkt in einem Unterwassersee. Na gut. Das soll vorkommen. Ja, da haben wir zumindest den Abschnitt hier schon mal abgeschlossen. Die Frage ist, gehen wir jetzt nach unten oder erstmal wieder zurück? Weil wenn wir jetzt hier sind, siehst du, da sind wir doch gleich, wäre es vielleicht am sinnvollsten, da doch erstmal nach unten zu gehen, ne? Das ist halt ein bisschen anders wie sonst, habe ich so festgestellt hier. Bisschen anders als sonst. Na gut. Ach, was soll's, weißt du was. Den Ausgang, das sehen wir ja dann auch da oben. Ich meine, wir können uns das zwar notfalls ein bisschen ausbauen, aber auch erst in der nächsten Folge.